Hallo, in diesem Video wollen wir Winkel an parallelen Geraden berechnen. Und hier haben wir jetzt eine ganz spezielle Aufgabe, nämlich heißt bestimmen die Maße von Alpha und Beta. Und was auffällt, wir haben hier nur Alpha und Beta drin. Also hier unten ein Winkel mit Beta, ein Winkel mit 3 Alpha und ein Winkel mit 7 Alpha. Also keine spezielle Größe mit irgendwie, der ist 20 Grad groß und deswegen ist der auch 20 und deswegen kann man da berechnen, nö, das ist jeder irgendwie Alpha oder Beta groß. Aber wie kann man jetzt hier das genaue Maß bestimmen? Dafür brauchen wir jetzt natürlich wieder alle Eigenschaften, die an parallelen Geraden und an sich schneidenden Geraden gelten. Wir kennen zum Beispiel die ZF- und E-Winkel. Ja, die Wechselwinkel, die Stufenwinkel und die Ergänzungswinkel. Zusätzlich an sich schneidenden Geraden kennen wir noch die Nebenwinkel und die Scheitelwinkel. So, das Schöne dran, wir haben zwar fünf zur Auswahl, die hier irgendwie was bewirken, aber diese fünf haben im Prinzip nur zwei Eigenschaften. Nämlich Eigenschaft 1, entweder sie sind gleich groß. Und Eigenschaft 2, sie ergänzen sich zu 180 Grad. So, also diese zwei Eigenschaften gelten. Gleich groß kann man, sollte eigentlich bekannt sein, sind die ZF und die Scheitelwinkel. Nennt es mal SW für Scheitelwinkel. Und ergänzen sich zu 180 Grad ist natürlich der E, der Ergänzungswinkel und der Nebenwinkel. So, mit diesen Eigenschaften ist es jetzt möglich, hier genau auszurechnen, wie groß mein Alpha ist und demnach auch, wie groß mein Beta ist. Man kann sich es auch schon ein bisschen überlegen. Gleich große Winkel. Wenn ich jetzt sagen würde, Alpha ist gleich groß wie Beta meinetwegen, aus der Erkenntnis gewinne ich nichts. Ja, wenn zwei Winkel gleich groß ist und ich weiß, der andere ist halt Alpha groß, dann weiß ich, der andere ist auch Alpha groß, aber ich kenne die genaue Größe nicht. Das heißt, die Eigenschaft mit gleich großen Winkel führt hier noch nicht zu Ziel. Können wir vielleicht später brauchen oder als Zwischenschritt brauchen, aber was wir unbedingt brauchen werden, ist diese Eigenschaft hier, nämlich dass sich zwei Winkel zu 180 Grad ergänzen. Schauen wir mal rein, was haben wir alles gegeben. Wir haben hier unten Beta und 3 Alpha. Die liegen hier direkt auf der geraden G drauf, das heißt, sie bilden zusammen einen gestreckten Winkel. Also sind damit Beta und 3 Alpha Nebenwinkel zueinander. Die beiden zusammen sind also 180 Grad groß. Hier haben wir jetzt noch nicht ganz so viel Spielraum oder bringt uns nicht weiter. Halt, ich schreibe es mal in Farbe rein. Beta plus 3 Alpha sind 180 Grad. Ja, ich weiß ja nach wie vor nicht, wie groß Beta ist. Ich weiß nach wie vor nicht, wie groß mein Alpha ist und demnach auch nicht, wie groß 3 Alpha ist. Ich kriege hier noch keine Aussage raus. So, überprüfe ich einfach das nächste. Was habe ich noch gegeben? Hier oben haben wir noch einen Winkel, der heißt 7 Alpha. Und jetzt überlege ich einfach, wie liegt der denn bei diesen parallelen Geraden drin? Und jetzt habe ich es im Prinzip schon angedeutet. Ja, ich muss natürlich überprüfen, was ist das? ZFE-Winkel, Nebenwinkel, Scheitelwinkel. An parallelen Geraden gelten natürlich eine ZFE-Winkel. Und hier habe ich jetzt natürlich einen schönen Stufenwinkel, also F-Winkel drin. Wenn ich hier ein bisschen mit Farbe nachmal. Das ist hier der oben Winkel 7a, das ist der Winkel Beta. Dann kann man jetzt eindeutig diese F-Form erkennen. Ja, und das Schöne ist, F-Winkel sind gleich groß. Also diese Eigenschaft brauche ich jetzt, um hier etwas, eine Eigenschaft weiterzugeben. Nämlich ich weiß jetzt, dieser Winkel hier unten ist nicht nur Beta groß, sondern der hier ist auch 7 Alpha groß. Und jetzt kann ich nämlich ansetzen, dass ich sage, hier 7 Alpha, das ist hier der linke Teil, plus 3 Alpha, das ist der rechte Teil, sind insgesamt 180 Grad groß. Ja, jetzt brauche ich hier diese Eigenschaft vom Nebenwinkel, dass diese beiden Teilwinkel zusammen 180 Grad ergeben. Und jetzt kann man es ja im Prinzip fast schon sehen. 7 Alpha plus 3 Alpha, hier kann ich jetzt noch vereinfachen. 7 plus 3 sind 10, also habe ich insgesamt 10 Alpha, sind 180 Grad. Ja gut, wenn 10 Alpha 180 Grad groß sind, wie groß ist dann einer? Ich teile das Ganze durch 10 und erhalte Alpha, 1 Alpha sind 18 Grad. Also hier habe ich jetzt durch diese Eigenschaften vom Nebenwinkel eine konkrete Aussage treffen können. Ja, und das kann ich entweder durch ein
Nebenwinkel, ich hätte es auch mit einem Ergänzungswinkel machen können, dass ich zum Beispiel sage, hier diese 7 Alpha Scheitelwinkel davon liegt hier. Ja, das ist der Scheitelwinkel vom 7 Alpha. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Ergänzungswinkel zueinander. Das sind E-Winkel. Und da gilt auch wieder, Ergänzungswinkel ergänzen sich zu 180 Grad, also 7 Alpha plus 3 Alpha sind 180 Grad. Ja, eben, man braucht diese Eigenschaft, wenn hier keine speziellen Maße vorhanden sind. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil ich weiß jetzt nur, wie groß der Alpha ist. Ich muss ja auch noch wissen, wie groß mein Beta ist, steht hier in der Aufgabe. Und hier aus der Zeichnung weiß ich ja, Beta ist genauso groß wie 7 Alpha, dadurch, dass es F-Winkel sind. Also kann ich jetzt hier im Prinzip schreiben, Beta ist gleich 7 Alpha, ist gleich 7 mal 18 Grad. Ja, hier unten habe ich den Alpha berechnet, also 7 mal den Alpha und 7 mal 18 sind 126 Grad. Damit habe ich auch den Beta berechnet. Ja, mehr muss ich nicht machen. Wie groß 3 Alpha sind, ist jetzt auf der Aufgabe raus nicht ersichtlich. Hier ist ja nur nach Alpha gefragt. Wenn es heißt, berechnen die Maße der Winkel, dann müssen wir jetzt halt nur, ich schreibe es jetzt mal hier in Klammer zu, 3 Alpha berechnen, das sind 54 Grad. Also 3 mal 18 sind 54 Grad. So, damit habe ich die Aufgabe gelöst und im Prinzip funktioniert es immer so, wenn keine speziellen Winkelmaße angegeben sind, dass ich auf diesen sich ergänzend zu 180 Grad auf irgendeine Art und Weise zurückgreifen muss.